Hallo, willkommen zu meinem neuen Unboxing. Ja, wie ihr seht, es gibt eine Überraschung von mir. Nämlich, wie ihr seht, die Lego Movie Video Game. Ja, ich habe mich jetzt doch überzeugt, es mir zu kaufen. Leider gibt es keine Sprachausgabe, aber doch die Filmsequenzen aus dem Kinofilm. Also wie bei der Wii U und so. Und deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, ich will euch das Ganze mal auch mal zeigen. Also solltet ihr euch den Kinofilm noch nicht angeschaut zu haben, schaut ihn euch an, aber ich glaube, der läuft eh nicht mehr, aber ist auch egal. Aber dann wartet ihr halt einfach auf die DVD ab oder schaut einfach mal Let's Play. Ja, also ich spiele jetzt ab 6, ist für das Nintendo 3DS. Movie heißt das Video Game. Wisst ihr ja, hier ist Emmett und die anderen Personen werden wir dann noch aus dem Spiel erkennen und euch das Ganze erklären. Sollten ein paar andere, es werden in Videospielen, also in diesem Videospiel hier, sehr viele Sequenzen aus dem Kino rausgeschnitten, weil es uns einfach zu lang gehen würde. Aber ich erkläre euch das halt einfach dann im Videospiel selber. Hier sieht man ein paar Bilder. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich freue mich total auf dieses Spiel, um es euch zu zeigen. Also ich glaube, den Text kann man hier nicht lesen, deswegen lese ich ihn euch mal vor. Spiel mit mehr als 90 der überraschendsten zusammengewürfelten Figuren. Also es gibt sehr viele Figuren, also das ist natürlich alles aus Lego. Für ein außergewöhnliches Abenteuer gebaut. Bekleidete Emmett und eine gewöhnliche Gruppe von Widerstandskämpfern, die die bösen Pläne von Lord Business durchkreuzen wollen. Reise durch fantastische Welten der Legosteine, baue fantastische Kreationen, um die Welt zu retten. Ich weiß, ich kann es nicht lesen, aber ist egal, ihr solltet es einfach eigentlich verstanden haben. Also dieser Typ hier vorne heißt Emmett. Und das hier ist diese Gruppe. Das werde ich euch dann alles noch im Laufe des Spiels erklären. Die Hülle habe ich schon mal ausgepackt, nämlich dann glänzt es nämlich so. Da erkennt man das Ganze auch ein bisschen besser. Hier ist nur eine Anleitung drin, keine Punkte, was ich auch komisch finde. Normalerweise sind ja eigentlich bei jedem dieser Spielpunkte drin, aber die Packung war auch ein kleines bisschen hier oben aufgerissen, aber nicht ganz auf. Und ich fand diese Hülle auch ehrlich gesagt ein bisschen leicht. Ich habe gehofft, dass das Spiel drin ist. Aber hier ist es ja. Aber das Spiel fand ich ehrlich gesagt das Wichtigste. Jetzt hoffe ich mal, dass niemand andere dieses Spiel schon im 3DS hatte oder dass es irgendwie verbuggt ist. Jetzt haben sie es einfach wieder hingestellt. Hoffe ich mal nicht. Aber das Ganze habe ich in Müller gekauft für 35 Euro. Hauptsache das Spiel ist halt drin. Die Punkte sammle ich eh nicht. Ja, jetzt geht's mal zur Anleitung. Das Grafik sieht eigentlich ganz cool aus. Die ganz normale Anleitung eigentlich. Die kann man jetzt aufklappen. Die ganzen gibt es auch als Lego-Spiele, wie man sie auch kennt. Also sozusagen zusammenbauen. Hier wird die Steuerung erklärt. Mit X Fernangriff war es verfügbar. A Aktion. Y Angriff. B Ausweichen. Die ganzen Sachen, aber die interessieren euch ja eh nicht. Ihr wollt ja eh nur das jetzt sehen. Weitere Informationen über die Steuerung sind in der Hinweise im Spiel zu finden. Okay, im Spiel werden anscheinend auch noch das Ganze erklärt. Und das hier ist übrigens Lord Business, der Bösewicht. Kann ich euch das Ganze mal dumm vorlesen? Reise durch die Königreiche von Steinstadt, wollen Kuckuck sein und viele andere, die nicht erwähnt werden müssen. Natürlich wollen die ja nicht spoilern, ist ja klar. Anleitungen für das Spiel, wie man sich einfügt, von allen gemocht wird und immer glücklich ist. Diesen Spruch kennt man übrigens aus dem Kinofilm. Erster Schritt, atme tief durch. Ja, an diese Story kann ich mich noch erinnern. Am Anfang habe ich mich so am Arsch gelacht, wie diesen Frühsport da, dieses 1, 2, 3, mal bin ich fit, das ist so geil. Schritt 2, befolge alle Spieletipps. Schritt 3, sei super, okay. Das sollte ich anscheinend im Let's Play sein. Jedes Level hat ein zeitliches vorgegebenes Ziel, das du erreichen musst. Wenn dieses Ziel nicht in der vorgegebenen Zeit erreicht wird, kann es in einigen Fällen passieren, dass das Level als nicht abgeschlossen gilt und du von vorn anfangen musst. Schließe dieses Level ab, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten, um neue Kostüme freizuschalten.
Okay, ist jetzt hier ein unsichtbares Zeitlimit drin, was ich aber nicht wusste, also das meine beide Bio nicht. Aber wahrscheinlich werden die diese Abstände da meinen, diese Stories da. Und nochmal ein verrücktes Kiwi, das anscheinend Lego-Fan ist. Das ist hier die Website, könnt ihr auch mal draufklicken. Ja. Hier steht das Ganze hier nochmal auf dem Platz-Stream und so. Also das hier, wenn natürlich nicht alles durchlesen. So eine Stunde lang hier, sag mal. Ja, man fühlt es. Das war's eigentlich schon mit dem Unboxing und ich würde mal sagen, der erste Part wird gleich nach dem Unboxing kommen. Ich werde jetzt auch gleich danach aufnehmen. Vielleicht wird der erste Part noch heute kommen, aber wahrscheinlich in der Nacht. Wahrscheinlich. Ich mache vielleicht heute ein bisschen längeren Part und nehme vielleicht noch den zweiten auf. Aber ja, dann würde ich einfach mal sagen, wünsche mir viel Spaß beim Vorbereiten und ja, dann sehen wir uns im Let's Play wieder. Also, einen schönen Tag noch und bis dahin. Tschüss.